Moin, ich bin Christian von Hubertus Fieldsports. Ich habe hier die Hundeführerjacke Sicherheit von Hubertus Hunting. Ein hervorragender Ausrüstungsgegenstand für durchgehende Hundeführer bei Drückjagden oder als Standschütze bei Drückjagden und Gesellschaftsjachten. Die Jacke zeichnet sich aus dadurch, dass sie durch die orange Warnfarbe und die Reflektorstreifen eine hervorragende Sichtbarkeit aufweist und gleichzeitig durch den Tarndruck die menschlichen Konturen etwas verschwimmt, sodass das Wild uns nicht gleich wahrnehmen kann. Wenn ihr die Jacke als Hundeführer tragt, könnt ihr euch hundertprozentig auf die Jacke verlassen. Das Obermaterial ist wasserdicht und winddicht. Sie ist atmungsaktiv. Und vor allen Dingen als Hundeführer gut zu wissen, die Jacke ist dornenfest. Ihr könnt damit durch Brombeeren gehen oder durch den Schwarzdorn. Das macht der Jacke nichts aus. Wenn ihr eine Waffe mit dabei habt, sind die Schulterbereiche oben etwas verstärkt, sodass der Gewehrriemen nicht gleich runterrutschen kann und ihr die Waffe fest auf dem Rücken habt. Die Jacke hat absolut viele Taschen, mit denen ihr alles, was ihr benötigt, unterbringen könnt und mitnehmen könnt. Die Brusttasche ist eine große Brusttasche mit Reißverschluss, wo ihr ein Funkgerät oder ein Garmin unterbringen könnt. In den beiden großen Vordertaschen, die wird mit einer Patte und mit einem Druckknopf verschlossen, sind Patronenlaschen eingearbeitet, sodass ihr dort auch Patronen unterbringen könnt, wenn ihr als Schütze unterwegs seid. Und ihr könnt die Patronenlaschen herausklappen und die Patte nach oben knöpfen, sodass ihr die Patronen immer griffbereit habt. Die Jacke ist mit einer ganz weichen Fließweste ausgestattet. Die könnt ihr mit zwei Handgriffen rausnehmen oder hereintun. Die Weste ist orange, die könnt ihr auch als Überweste über die normale Bekleidung ziehen. Wenn es etwas kühler ist bei der Jagd, lasst ihr sie einfach drin. Die Ärmelenden könnt ihr mit Druckknöpfen etwas enger und weiter stellen. Und wenn ihr zum Beispiel mal eure Sitzunterlage vergessen habt, könnt ihr die Kaninchentasche nach hinten aufklappen und ihr könnt die Abdeckung der Kaninchentasche als Sitzunterlage verwenden. Sie eignet sich hervorragend als Jacke zum Durchgehen und als Standschütze. Für einen reinen Ansitz würde ich sie nicht verwenden, weil das Obermaterial etwas laut ist, sodass es bei einem reinen Einzelansitz würde ich die Jacke eben nicht anziehen. Die Jacke fällt in den normalen Konfektionsgrößen aus. Ich trage sie jetzt hier in der Herrengröße M50. Ihr müsst sie nicht größer oder kleiner bestellen. An kühleren Tagen oder wenn es etwas regnet, habt ihr noch eine Kapuze. Die Kapuze ist innen drin mit einem ganz weichen Vlies ausgefüttert, sodass ihr auch am Kopf- oder am Halsbereich immer gut bei schlechten Witterungsverhältnissen geschützt seid.